Fragen über Fragen. So wie immer halt. Ob wir die Antworten darauf finden? Ich weiß es nicht. Nur ein weiterer Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Dann fangen wir mal an. Ich mag keine Spritzen. Oh nö, muss das sein? Oh, deswegen meide ich immer Arztbesuche. Nee, nee, muss nicht sein. Nee. Shit. Okay, ist keine Spritze, das sind nur Laser. Das ist okay. Damit komme ich klar. Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Ach so, bin ich nicht gut genug, ja? Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben uns belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Chef kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit. Sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Der Anzug verweigert die Trennung. Er überlädt. Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Genau, wenn der Helm kaputt geht, ist nicht so schlimm. Sagen Sie gute Nacht. Das war ich nicht. Terra, nein! Terra, hören Sie mich an! Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Prophet und Gould rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Okay. Natürlich habe ich jetzt eine Waffe. Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreave rausschaffen. Na dann mal los. Der Mann ist völlig verrückt. Er hält sich für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Ist mir auch aufgefallen. Er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem daran. Vor 300 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dadurch schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Okay. Das Ganze wird immer verrückter. Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Ich halte Sie über Funk auf dem Laufenden. Gehen Sie. Na, ob wir den zum Reden bringen können, mal gucken. Wenn er über 100 Jahre alt ist, da wird er schon ein paar Tricks haben, um uns daran zu hindern, ihn zum Reden zu bringen. Achtung, ich hab was gegeben.
Ja, ja, mach ich gleich. Erstmal muss ich hier ein paar andere Deppen erledigen. Schön verprügeln. Die sind down, sehr schön. Das war ein direkter Kopfschuss und er lebt immer noch. Sareka! Sareka! Stirb! Bleib unten! Okay. Immer schon weiter hier. Hey. Ach! Direkt neben mir! Ja, ist ja nett. So, bleib tot. Moritz, bleib tot. Ich mach voll, sonst bleib tot. So, sonst ist hier keiner. Jede Menge Kisten, ein paar Waffen. Aber nichts, wo ich weiterkomme. Ist wahrscheinlich noch höher hier. Aber bis wohin? Hey! Würdest du es immer bitte lassen hier? Ein Pokal, den ich nicht abschießen kann. Das Glas schon, aber den Pokal nicht. Frag mich nicht, warum ich das wollte. Einfach nur, um zu gucken. Hallöle! Ein Hallo hätte auch gereicht, ja? Muss ja nicht gleich rumschreien hier. Ach, da steht einer. Da habe ich gar nicht gesehen in der Dunkelheit. Alter, und wie viele Feinde sind schon wieder hier? Ja, einfach mal hier alles zerstören, hier, was hier in der Gegend ist. Ganze Säulen und Wertgegenstände und ich weiß nicht, was noch alles. Verrecker! Ich glaube, er will nicht sterben. Nee, er will nicht sterben. Da war doch auch jemand, oder? Ups. Ich finde ja immer noch nett, dass die Ansagen hier, dass eine Granate kommt. Man ist natürlich für deren Teammitglieder wichtig, dass die nicht da reinrennen, aber genauso gut kriege ich das auch mit. Es ist ein bisschen dämlich. Gut, Tür öffnen. Jetzt sind wir in dem Raum, in dem Prophet auf einer Sequenz. So, da sind sie. Theseus, endlich. Willkommen. Karge Belohnung für so viel Aufwand, was? Wer das Labyrinth knackt, will doch wenigstens den Minotaurus sehen, bevor er getötet wird. Nun, das wäre nur fair. Also gut, Masken runter. Ich bin hier. Ein Computer? Schockiert? Ich wäre es. Eine Kryoskapsel. Ich würde darin schwelgen. Das plötzlich auftretende Pulsrasen, das Fliegen, diese Chemikalien im Bauch. Wunderbar, solange es anhält. Aber es ist lange her, seit ich das alles gefühlt habe. Ein Jahrhundert oder mehr, seit meine Freuden nur geistiger Natur waren. Ich ging den Weg, den Karl Resch verweigerte, die kalte Straße zur Unsterblichkeit. Ich hatte gehofft, Prophets Anzug selbst zu tragen, seine Waffen zu führen, seine Rüstung anzulegen, das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Aber jetzt... Sie müssen beenden, was Prophet begonnen hat. Eben musste noch er es machen. Raus da, Alcatraz! Nein! Moment! Sie brauchen noch ein letztes Stück des Puzzles. Da auf dem Tisch. Nehmen Sie die Spritze. Okay, wenn selbst der Anzug es mir sagt. Ist ein Upgrade für den Nanosuit. Jetzt gib her. Gib mir die Spritze. Nehmen Sie die Spritze. Ja, ich versuch's. Ich drücke F und es passiert nichts. Jetzt, endlich. So, und wo darf ich mir die hinrammen? Also,
Direkt im Bauch. Natürlich. Anzugausfall. Ja, da. Die Tunguska-Iteration. Der Schlüssel zu allen Toren. Welche Tore? Wie auch immer ich das jetzt deuten darf. Das Ganze ist schon zu hoch für mich. Bisschen. Aber die Entwickler werden sich was dabei gedacht haben, vielleicht. Unter gewissen Umständen. Ja, glauben Sie denn, ich bin in dieser grässlichen Stadt, weil sie mir gefällt? Ja, dachte ich. Haben Sie auf sie gewartet? Warum haben Sie niemanden gewarnt? Wen denn? Die ganze Menschheit? Was haben Sie angerichtet, alter Mann? Sie sind hier und Sie... Richtig, Nathan. Die Eigentümer sind zurück. Aktivieren die Systeme, heizen die Kessel. Frühjahrsputz in der alten Familienresidenz. Und es gefällt Ihnen ganz und gar nicht, was Sie hinter dem Kühlschrank gefunden haben. Kann man es Ihnen denn verdenken? Das rall ich jetzt irgendwie nicht, aber okay. Die Engel des Todes, endlich. Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Ach du Scheiße, jetzt setzen die hier alles in Brand und... Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies. Hey, jetzt kommen wir doch nicht zu nahe hier. Ein bisschen Persönlichkeitsabstand hier, ja? Nur ein bisschen. Hey. Das ist übertrieben. Und was ich mich frage ist, wie konnte der Typ vor 100 Jahren in seinen Kryostaseschlaf versetzt werden? War da tatsächlich schon die ganze Technik dafür vorhanden? Ich glaube ja eher nicht. So. Aliens müssen sterben. Ich bin Tierfreund, kein Alienfreund. Aliens sind keine Tiere. Habe ich mal eben so beschlossen. Ja, ja, ich weiß, Gefahr wegen Flammen und so. Böse, böse, ich Feuer. Ja. Gut, die müssen wir irgendwie raus. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Okay. Gut. Ist auch komisch gebaut hier, das Ganze. An alle Cell-Mitarbeiter. Commander Lockhart ist tot. Ich werde es auch bald sein. Und das Prism wird sich in einer gewaltigen Explosion selbst zerstören. Subjekt Pro.